So, ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu Create the Server Let's Play. Ja, also warte mal ganz kurz. So, die Kamera hier ordentlich hinrichten. Dann machen wir mal das hier, damit wir keine WLAN-Signalstörung haben, und dann gucken wir noch, ob die Aufnahme gut läuft. Create the Server Let's Play. Scheint so. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Und zwar ja, haben wir ja jetzt dank Corona und so Zwangsurlaub, und einfach weil ich von Langeweile überschüttet werde, quasi dieses, naja, Sommerferien-Syndrom, habe ich auch entschieden, ich werde für, also ich habe ja jetzt sowieso nebenbei auch wieder Klicker-Hero laufen, da sind wir mittlerweile auch schon wieder Folge 95.000, keine Ahnung was, du kannst übrigens mal weg, ja, und trotzdem immer noch, deswegen machen wir wieder 2 Folgen pro Tag. So. Legen wir mal. Oh Scheiße, das war das Falsche. Mal komm. Danke. So, das bitte. Okidoki. Bei meinen Servern hat sich jetzt, naja, viel geändert, wäre komplett übertrieben. Ich habe eine Mod installiert, und zwar Signed Video, also dass man, also eine Schilder quasi, dass man jetzt quasi auch unter MyTest Schilder hat, wo, wenn man etwas drauf schreibt, man das auch sieht, und man nicht immer die Schilder anvisieren muss, um zu lesen. So wie man es ja bereits von ja, Micron halt zum Beispiel gewohnt ist. Genau. So. Das interessiert uns jetzt aber erstmal derzeit nicht, weil wir haben, soweit ich weiß, gar keine Schilder hier irgendwo verbaut. Von daher, genau, wir waren hier im Keller zugange, beziehungsweise mit dem Keller waren wir sogar fertig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Doch, genau, wir haben jetzt bei dem Leuchtturm die ersten beiden Ringe haben wir fertig. Die Sonne draußen schon wieder so scheiße hell. Die Frage ist, machen wir da jetzt erstmal weiter oder doch lieber beim Hotel? Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir an Cleanstone haben. Wir Cleanstone gemacht gehabt? Nein, wir hatten kein Cleanstone. Oh mein Gott. Ja. Wegen, weil, bums darums, Cleanstone. Nein, Hotel. Gut, ich meine, wir haben ja noch massig Cleanstone im Lager. Siehst du, was wir eigentlich auch mal machen könnten? Oha. Passt das hier platzmäßig rein? Gott. So ein automatisierter Ofen, wisst ihr? Also normaler Ofen. Also jetzt nicht hier sowas Besonderes von Technik, sondern wirklich der ganz normale Ofen. Aber halt in automatisierter Ausführung quasi. Wäre das geil oder wäre das ultra geil? Ich meine, wir könnten sogar designtechnisch ein bisschen rumspielen. Boah, wartet mal ganz kurz. Wartet. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Was macht denn da? Nein. Ja, bitte mit R. The question is, wird er genauso angesteuert wie unter mein Clone oder wie jetzt? Ich meine, es gibt ja hier keine Hopper. Nicht, dass ich wüsste. Was bist du denn? Werkzeugkasten, ja, okay.
Das heißt, wenn wir einen automatisierten Ofen bauen, dann bräuchten wir ja irgendwie Pipes, die antreiben. Oder wir müssen hier mit solchen Dingern arbeiten. Bräuchten wir sowas denn bei den Öfen auch, wenn wir die Öfen automatisieren wollen? Alter, was ist mal draußen mit dem Hund los? Detecting, Conducting, Crossing, Accelerating, nein. Das ist alles nur, um Sachen zu beschleunigen, aber nicht, um Sachen überhaupt zu initialisieren. Das heißt, um überhaupt erstmal einen Objektfluss zu initialisieren, bräuchte man wirklich hier diese komischen Injektoren. Stackwise, Digiline oder halt Itemwise. Ich meine, wir werden das natürlich dann wieder auf Itemwise basierend bauen. Weil der Ofen sowieso nur Itemwise backt und zweitens, weil Stackwise einfach zu teuer ist. Ich meine, ein Meseblock könnten wir mittlerweile sogar machen. Aber ist mir dennoch zu teuer. Das heißt, das lassen wir. Wir können ja später austauschen. Zum Beispiel habe ich überlegt, tatsächlich im Lager das auf Stackwise umzustellen. Ich meine, so viel Verkehr haben wir im Lager nicht. Das lohnt sich also technisch gesehen eher weniger. Aber wenn wir halt was haben, dann würde es halt schneller weggepackt werden. Und natürlich auch weniger Lags verursachen, weil weniger Items durch die Rohre gleiten. Aber wir machen erstmal das hier so. Okay, jetzt ist die Frage, braucht ein Ofen tatsächlich drei? Einmal für Items reinprügeln, einmal für Kohle reinprügeln und einmal für Kacke. Wisst ihr was, ich versuche erstmal ein bisschen rumzubasteln. Dazu müsste ich erstmal mein Inventar kurz ein bisschen ausleeren. Habe ich mir irgendwo eine Trash-Kiste, wo ich einfach mal Sachen reinschmeißen kann hier? Oh Mann, oh. Mein Inventar ist so voll. Na gut, ich will mal die Rucksäcke. Dann klatsche ich hier erstmal ein bisschen Scheiße rein. So, das ganze Kack kommt erstmal da rein. So. Alles, was mit Dingsmonsterbau zu tun hat, ist erstmal schön in den Backpack. So, gut, dann haben wir schon mal ein etwas leereres Inventar. Bitte da rein. Das kann so bleiben. Okay. Kisten. Kisten haben wir. Genau. Abgeschlossene Kisten. Müsste aber eigentlich trotzdem funktionieren? Fragezeichen. Weil bei diesem Pusher, da funktioniert es ja auf jeden Fall. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum hier. So, wir haben ja hier alles Mögliche da. Wir haben sogar Rohre da. Also, wir müssen erstmal nichts produzieren zum Testen. Wir bauen erstmal. Da brauche ich mal eine blanke Wand. Hier haben wir einigermaßen Platz. Ich hoffe mal, das reicht so aus. Achso, wir brauchen ja auch Sachen zum Befüllen, zum Testen. Was ist draußen mit diesem scheiß Köter los? Ja, ich bin kein Hundefreund. Sorry. Tierfreund allgemein ja, aber Hunde, ich hasse Hunde. Es ist. Die bellen mir definitiv zu sehr rum. Ich meine, was unterhalten sich denn überhaupt? Hey, aber ich bin hier. Hey, ja, ich bin auch hier. Ja, aber das ist mein Garten. Das ist mein Herrchen. Ja, aber ich bin in einem anderen Garten als du. Also leck mich. Ja, leck dich durch selber. Ja. Ja. Ach komm, wir machen einfach mal ein bisschen Blei. Wobei, nein. Was könnten wir testen, halt einfach mal verbacken? Ach komm, Stahl. Stahl kann man immer gebrauchen. So. Bumm, jetzt haben wir einen Ofen. Wenn ich jetzt hier eine Kiste ranstelle und hier jetzt Kohle reinschmeiße, ja, die geht doch nicht automatisch raus. Okay, das heißt, ich brauche wahrscheinlich dann wirklich mindestens eine Tube, aber wahrscheinlich brauche ich auch wirklich einen Injektor. So verbunden ist sie jetzt, aber ja, ich brauche definitiv Injektoren. Das ist natürlich schade. Achso, ja. Okay, das heißt, das geht schon mal nicht. Da bräuchte ich einen Injektor. Nächste Frage. Wenn ich jetzt etwas habe, was in eine Kiste gehen kann, stellt man die denn da drunter?
Wenn ihr, also gut, das funktioniert dann natürlich nicht, schade eigentlich. Heißt also, ich muss zum Testen jetzt irgendwas backen. Ich nehme mal Blätter. Da ist es nicht so schlimm, wenn man die verschwendet. So, ich packe mal hier ein paar Blätter rein und jetzt mal ein Ei. Okay, das wird nicht rausgenommen. Wird es rausgenommen, wenn ich da jetzt ein Pipe dran mache? Auch nicht. Heißt also, selbst der Ofen funktioniert nicht als Maschinerie, sondern braucht selber nochmal einen zusätzlichen Pusher. Ist das hässlich. Wir brauchen also wirklich drei Pusher. Na gut, ja, dann müssen wir halt drei Pusher bauen. Also vier. Man kann immer nur zwei mit einmal. Gut, das heißt, wir brauchen sechsmal Papier oder ist das Plastik? Hallo? Da. Nein. Da. Das ist Plastik, okay. So, Plastik brauchen wir sechs Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dankeschön. Siehst du, was mir gerade auffällt? Oh Gott, Alter, ist das steht schon. Gut, müssen wir gleich mal gucken. Erstmal brauchen wir diese komischen Pusher. Eisen brauchen wir noch. Eisen haben wir. Stöcker haben wir. Dann müssen wir eigentlich alles haben, oder? Irgendwas vergessen? Genau, doch haben wir alles. So, dann, achso, dann bitte alles und wir nehmen zwei. Also 2 mal 4, 2 mal 2 natürlich, also 4. So, jetzt ist nämlich die Frage, wenn ich den jetzt hier hinpacke, boah, dann würde er hier quasi mehr reinstopfen, als hier reinpasst. Das heißt, früher oder später wird nämlich diese Typ überlastet. Das ist alles ein bisschen ultra dumm. Gut, ich mache mal erstmal, ich stoppe mal den Vorgang hier. Klatsche jetzt hier, weiß nicht, du kannst so Eisen rein. Bam. So. Ach Gott, die brauchen ja auch noch ein Mesesignal. Och, leck mich doch am Arsch. Haben wir doch diese Blumen? Blumen müssten hier drin sein, wenn wir welche haben. Ach doch, da waren sie doch. Da waren sie doch. Hier. Da waren sie doch. So, ich klatsche jetzt einfach testhalber einfach um drauf. Reicht ja aus. Ich hoffe, das funktioniert auch. Stimmt, anklicken geht auch. Achso, wir brauchen. Ja. Komm, geh mal weg hier. Langweilig. Wir brauchen natürlich noch mehr Eisen, denn wir wollen die Dinger überlasten. Das heißt, wir müssen mehr reinmachen, als reinpasst. Zum Glück haben wir Eisen genommen, da haben wir mehr als genug davon. So. Ja, okay. Super, die Scheiße fällt nämlich einfach nur raus. Na, danke dafür. Das funktioniert so also nicht. Funktioniert es, wenn ich den Ofen direkt daneben packe? Upsala. Jetzt komm her. So. Genau, was füllt das rein? Die Frage ist, was passiert jetzt? Ah, okay, lol, so funktioniert das also. 53. Er zieht erstmal raus, packt ihr aber wieder rein. Okay, das ist geil. Nächste Frage. Damit ich hier nicht alles so beieinander quetschen muss, kann ich die Kiste auch wegnehmen und da eine Pipe dazwischen packen? Komm, hier erstmal den Stein wieder reinpacken hier. So, kann ich jetzt hier eine Pipe dazwischen packen und der zieht sie sich automatisch? Ne, das geht nämlich nicht. Scheiße, das heißt, wir müssen die Sachen dann wirklich direkt alle nebeneinander stellen. Ah, gut, okay.
Aber damit können wir leben. Hallo? So, ist was drin? So, da ist auch was. Nee, da ist nichts drin. Gut, dann können wir damit zumindest schon mal leben, indem wir das hier entsprechend sinnvoll anordnen können. Das heißt Folgendes. Jetzt muss ich überlegen. Ich will die Sache nicht allzu weit nach oben packen, damit wir noch einigermaßen gut rankommen. Das heißt, ich müsste jetzt Folgendes machen. Wenn ich hier ganz unten den Ofen hinpacke, würde hier der Pusher hinkommen und da die Kiste. Man würde den Pusher aber von vorne sehen. Das heißt, ich muss das Ganze wieder etwas in die Wand einlassen. Dass dann optisch so geil aussieht, ist natürlich eine andere Frage. Oder wir machen es so, dass man den Ofen gar nicht sieht. Wobei das genauso wenig geht. Scheiß die Wand an. Okay, Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen. Wir brauchen hier unten ein bisschen Platz für eine Kiste. Ja, ich mache natürlich eine Doppelkiste. Das heißt, hier kommt die Doppelkiste rein. Dann kommt hier der Ofen. Hier kommt der Pusher. Das braucht doch zu viel Platz. Ich gucke mal wahrscheinlich doch bei der Wand. Da haben wir mehr Platz in der Breite. So. Dann machen wir das hier. Das heißt Folgendes. Ach so, da oben kann ich aber nicht nach ganz oben bauen, weil dann ja da oben das Ding ist. Scheiß die Wand an. Das heißt, wir hätten hier nur drei Höhe. Obwohl, drei Höhe reicht aber auch aus. Okay, gut, dann machen wir es doch so. Okay, Folgendes. Ich reiß mal hier ein bisschen die Wand raus. Da. So, das heißt, hier kommt eine Kiste hin. Nee, ich lasse das direkt komplett in die Wand ein. Das sieht dann optisch besser aus. Das heißt, wir machen das quasi genauso wie hier. Eieieiei. Ach so. Fuck. Kann die Ausgabe auch nach rechts erfolgen? Och nö. Na gut, wir probieren einfach mal ein bisschen rum hier. So, hier kommt die eine Kiste, dann kommt hier ein Pusher hin, dann kommt da der Ofen hin. So, da kommt der Ofen hin, dann kommt hier der andere Pusher von oben. Das heißt, hier kommt die Kiste hin. Und dann kommt hier die Ausgabe hin. Das heißt, hier müssen nochmal zwei Steine weg. Ja, hat ja gut geklappt. Dankeschön. So. Alter Schwede, wenn das funktioniert, dann brauche ich aber trotzdem erstmal Urlaub. So, das Ding werden wir gerade auch brauchen. Obwohl. Ja, danke, stopp. Das funktioniert so leider nicht. Danke dafür. Achso, na gut, kann ich ja trotzdem machen. Dann muss ich den einfach. Was tue ich hier gerade? So, bitte so bleiben. Und jetzt mit rechts. Scheiße, man kann ja nichts mit Rechtsklick drehen. Man kann den. Oh Gott, Rechtsklick funktioniert bei dem nicht. Och nö, ne? Oh Kacke, Alter. Na, das wird ja ein Spaß, ja.
Wie zur Hölle soll ich den jetzt platzieren? Ich meine, das hier geht ganz einfach, das geht auch relativ einfach, aber der hier oben. Ich müsste mich jetzt quasi nach rechts drehen, das geht aber leider im Spiel nicht. Shit. Ja, liebe Entwickler, wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Wie soll man das Ding von oben befüllen können? Das macht halt seriously keinen Sinn. Ah, nee. Einfach nur Rechtsklick geht auch nicht. Q-Rechtsklick geht nicht. Ja, hat gut geklappt. Ja. Ja. Wow. Nein. Och. Nein, das geht gar nicht. Okay, folgendes. Ich mach mal die Kiste hier ab. Bau da erstmal irgendwas hin, was man einfach mal so anbauen kann, womit man aber nicht interagieren kann. Das Ding zum Beispiel. Und jetzt versuche ich die Kiste da direkt dran zu bauen. Bringt genauso wenig. Scheiße. Das geht doch gar nicht. Wie soll man denn. Ja, danke. Ach so, geht das aber. Leck mich doch am Arsch. Vielleicht geht das dann aber auch so. Nee, da geht es natürlich wieder nicht. Gut, das heißt, dann muss das Ding hier erstmal weg. Dann mache ich da so einen Block hin und mache jetzt das Ding da. Ja klar, das geht natürlich auch wieder nicht. Alter, willst du mich jetzt eigentlich hier ruinieren? Geht das? Das geht auch nicht. So, Junge, willst du mich jetzt hier verarschen? So. Ja, nee, das. Alter, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? So habt ihr euch das vorgestellt? Meine lieben Entwickler? Das ist euer Ernst? Die Sache ist ja, wir können auch jetzt nicht einfach machen, dass wir das Ding hier hinbauen und dann ein Rohr runterbauen, weil dann wäre nämlich genau das Rohr wieder die Falle, wo dann nämlich, wenn das Ding voll ist, der Ofen, dann die Sachen wieder hier oben rausspringen. Das heißt, das wird so nicht funktionieren. Ah ja. Probiert über studieren. Vielleicht geht's ja doch. Ich meine, wir haben es ja gerade schon probiert. Das gibt eine Katastrophe. Das gibt eine Katastrophe. Ich meine, optisch geht's halt zumindest immerhin. Aber der funktioniert halt leider nicht. So, packen wir dich da rein. Packen hier noch weitere rein. Und schon geht der Trabel los. Hä? Moment mal. Jetzt geht das gar nicht mehr? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oh nö. Oder muss oben die Kohle rein? Jetzt geht's ja gar nicht mehr. Okay, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Sorry, tut mir leid. Sag mal. Kann man die nicht direkt übereinander bauen? Hä? Ja, Sakrileg, das geht doch gar nicht. Sag mal.
Also jetzt will ich aber verarschen, oder? Das Ding ist kaputt. Er zieht nichts mehr raus. Ach. Okay, das wäre natürlich scheiße. Ja, eben. Diese doppelbreite Box, diese doppelbreite Kiste nimmt zwar als Grundlage die Textur von der normalen Kiste. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass sie auch für eine normale Kiste funktioniert. Das heißt, ich probiere das Ganze mal mit einer normalen Kiste, also keine doppelten Kiste. Also, etwas reinpacken natürlich. Ja, und schon klappt das auch. Geht denn hier rein? Ach, reingehen tut's. Momentchen mal. Wow. Ne, hier geht's auch rein. Hä? Dann können die großen Kisten doch mit Tubes arbeiten, aber warum kann er das denn... Momentchen mal, kann das sein? Kann das sein, dass er, wenn man mit einer großen Kiste arbeitet, weil eine große Kiste ist ja intern nichts anderes als zwei kleine Kisten. Das heißt, wenn wir das jetzt in die zweite Kiste reinmachen, also in die untere Hälfte, und damit quasi intern in der rechten gespeichert wird, dann klappt es auch noch nicht. Okay, also daran liegt es zumindest nicht. Weil diesen Bug gab es nämlich früher mal, daran kann ich mich noch erinnern, dass wenn man zum Beispiel eine Kiste abgebaut hat von der Doppelkiste, dass dann zum Beispiel nur der rechte Inhalt gedroppt wurde. Oder wenn man die linke Hälfte abgebaut hat, dann nur die linke Hälfte gedroppt wurde. Aber das scheint jetzt hier nicht das Problem zu sein. Trotzdem kann er mit doppelten Kisten nicht arbeiten. Das heißt wahrscheinlich, diese Tubes kommen zwar mit doppelten Kisten klar, dieser Injektor aber nicht. Macht zwar keinen Sinn, weil die sind beide von der gleichen Mod, aber irgendwie da scheint trotzdem das Problem zu problemisieren. Na gut, dann machen wir es halt so. Zumindest als Ausgabe können wir eine doppelte Kiste benutzen. Das ist schon mal in Ordnung. Das funktioniert, ja. Hoffe ich zumindest. So, das heißt folgendes. Wir machen jetzt hier ein bisschen Eisen rein. Bam. Dann machen wir hier ganz viel Eisen rein. Bam. Und jetzt sagen wir, okay, ja, er schießt einfach direkt raus. Also da bin ich jetzt gerade echt nicht glücklich drüber, dass das so nicht funktioniert. Ich meine, wir können es extrem automatisiert bauen. Aber das wäre halt ultra scheiße. Weil was halt gehen würde, wäre, wenn wir jetzt hier nicht die Kiste bauen. Ist das drin? Oh, achso, ja, okay. Wenn wir jetzt hier nicht die Kiste bauen, sondern nur eine normale Kiste. Da könnten wir ja hier, wenn wir hier einen Pipe reinmachen, könnten wir sagen, okay, wir machen keine normale Pipe, sondern eine, Gott, wie heißt denn die? Primatic, nein, irgendwas mit Mese. Genau, Detecting Primatic Tube Segment. Das Geile an diesem Ding ist nämlich, wenn wir das bauen, immer wenn hier ein Item durchgeht, also nicht ein Item, sondern ein Objekt, also egal ob ein Item oder ein Item-Stack. Sobald da etwas durchgeht, löst das Ding ein Mese-Signal aus. Das könnten wir dann als Rückkopplung an die Dinger anschließen. Und das würde dann halt damit dafür sorgen, dass immer wenn hier ein Item durchgeht, erst dann hier das nächste rausgeschickt wird. Das wäre technisch so möglich, aber dann... Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Ich meine, so teuer ist jetzt von der Bauart her nicht.
Wir können zumindest mal probieren. Oh, unsere Mesedinger gehen hier langsam aus. Okay, wir haben doch davon 70 Milliarden. Wo sind die alle hin? Nein, nun. Okay. Ja. Langsam gehen uns die ersten Materialien aus. Oder habe ich die irgendwo hin verlegt? Nö. Ah gut, da müssen wir doch langsam auf, bis auf die Kosten achten. So, wie wirst du gebaut? Auch wieder Plastik. Okay. Das kriegen wir hin. Einmal bekommen wir gleich zwei Stück. So. Jetzt testen wir das Ganze mal. Das wäre dann nämlich ungefähr so hier. Bam. Jetzt wäre das dann Mese. Ich meine, die Mese würden wir dann natürlich hinten lang bauen und nicht vorne rum, klar. Aber jetzt erstmal nur, um das Testkabel mal aufzubauen. So. Ja, funktioniert. Ne, egal. Sieht zwar scheiße aus, aber funktioniert technisch gesehen, von daher kein Problem. So, jetzt folgendes. Wobei, der braucht ja auch noch ein Taktsignal. Ne. Das heißt, er bräuchte trotzdem einen Taktsignalgenerator, wie zum Beispiel diese Blume hier. Die wir einfach mal draufpacken. Gut, von der Geschwindigkeit reicht es auch aus, weil viel schneller backt der Ofen wahrscheinlich sowieso nicht. Von daher ist das in Ordnung. So, jetzt folgendes. Jetzt mache ich mal den ersten tatsächlich praktischen Testlauf. Und verschmelze dafür einfach mal ein bisschen Eisen. Du kommst da rein. Genau, noch passiert gar nichts. Du kommst da rein. Passiert auch noch nichts. Okay. So, jetzt brauchen wir hier. Siehst du, wir können das sogar mit dem Ohrschalter machen. Dann bräuchten wir hier, haben wir wieder irgendwo so einen Knopf, um das Ganze quasi in Betrieb zu setzen. Weil ansonsten, wir könnten das natürlich auch per Hand aktivieren, indem wir einfach einmal überall raufschlagen. So ungefähr. So ungefähr. Hallo. Ah, wow. Ja, bitte in die, bitte in die Kiste. Ich habe es genauso falsch gemacht. Wow. Ja. Okay. Dumm gelaufen. So. Jetzt das Ding hier rein. Hä? Warum macht er denn das jetzt schon wieder nicht? Sag mal, willst du mich jetzt hier verarschen? Das war doch gedacht davon die Wissenschaft. Nochmal. Okay. Ja, jetzt komm. Oh. Alter, da kriegst du aber auch echt, kriegst du aber auch echt eine Macke. So, dann setzen wir die ganzen Dinge einfach mal dahin, setzen die Kisten mal dahin und jetzt können wir hier überall Rohre reinmachen. Da, das sind die normalen Rohre, genau. Ja. Hat gut funktioniert. Ich meine, das wäre technisch gesehen sogar ganz genial. Dann hätte man eine Kiste, wo sowohl Kohle. Obwohl, nee, würde trotzdem funktionieren, weil dann würde der Kohle auch versuchen, um reinzumachen. Ah, okay. Also scheiße. Boah, Alter. Okay, komm, wir machen nächste Folge weiter. Das ist ja hier. Das dauert doch noch ein bisschen Forschungszeit und so. Halle, holla die Waldfee. Tschüss.